Alola Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Wir sind jetzt auf dem beschwerlichen Pfad der letzten Hürde vor dem großartigen Kampfbaum, über den sich schon viele Gerüchte und Mythen ranken. Freunde, des Weiteren will ich heute ein neues legendäres Pokémon fangen. Oh ja, einer der Kapus ist fällig. Den ersten haben wir ja, den Kaporiki, aber der zweite, der steht noch raus. Aber zuerst mal hier am Anfang der Route oder des beschwerlichen Pfades. Meinetwegen hätte man das alles auch Routen durchnummerieren lassen können, aber da steht die Matsurike oder Matsuriku. Oh, ich habe den Namen nicht auf der Zunge, ne? Was willst du? Willst du kämpfen oder was? Heilst du mich vielleicht? Oh, du bist doch dieser Junge, der mich zu einem Bild inspiriert hat. Matsurika. Ich würde dich ja zeichnen, aber ich erhole mich noch von den letzten 100 Skizzen. Die anderen Trainer auf der Route habe ich auch bereits besiegt, aber keiner hat mich genügend gefordert. Jetzt ist mir langweilig. Dabei möchte ich doch nur gegen jemanden kämpfen, der sich richtig zusammennimmt. Wie wäre es mit dir? Wenn du alle Trainer in der Nähe besiegst, kämpfen wir beide gegeneinander. Das klingt ja Spitzenklasse, mega geil. Ich würde mal mit dem Kerl beginnen. Pokémon sind mein Metier und ich wende mein Wissen natürlich auch im Kampf an. Nein. Lass es einfach weg, blende dein Wissen aus und mach random Attacken wie ein wildes Pokémon-Tar. Okay, die will kämpfen, aber erst wenn wir alle anderen besiegt haben. Das ist interessant, weil... Ja, wie soll ich sagen? Wir haben ja noch nicht gegen sie gekämpft. Ne? Darum geht's mir. Mach Spuckball, falls er Wandler einsetzt, ne? Ja. Ist ja kolossal! Eine schöne Burg. Weil so viele kritisiert haben, habe ich ein bisschen Offscreen-Training betrieben. Jetzt ist es angepasst. Der war Level 58. Ich bin Level 58. Porygon Z. Nicht schlecht. Ja, ja, ich sag's ein letztes Mal. Alle haben gehatet, du bist überlevelt. Und jetzt haten alle, du bist unterlevelt. Ich hätte den EP-Teiler anlassen sollen. Ist jetzt meine Meinung. Man kann es halt nie jedem recht machen, ist halt einfach so. Porygon Z, der kann auch böses Zeug, du. Dann mach ich am besten ihn schlafen schicken, wenn das ginge. Magiemantel. So, dann werden wir jetzt gleich hier abdüsen. Warum? Wie fies. Warte. Konnte nicht irgendjemand Kampfattacken? Er ist und bleibt Typ normal. Du konntest Kampf, ne? Durchbruch. Den Forscher erledigen wir noch und dann geht's zum nächsten Kapu. Hätte ich eigentlich schon mal einen Angriff nehmen können. Aber was soll's, vier von denen gibt's ja und den ersten haben wir, den Kaporiki. Es war nicht einfach. Wer weiß, wie es diesmal wird. Trotz bester Voraussetzung, es war nicht einfach. Gelingt mir der Durchbruch? Aber es reicht nicht ganz. Der mit seinem Magiemantel im Ernst. Bums! Goodie. Porygon Z. Echt interessant, das Ding. Echt interessant. Dieses Dings. Oha, oha. Das hat er sich verdient. Und Fuego. Du kennst dich mit Pokémon ja richtig aus. Mehr sogar noch als ich. Ich bin beeindruckt. Da ist die Brille zerbröselt. So. Ja, also. Wenn wir erst den Kapo von Melemele gefangen haben, ist jetzt der von Ankala dran. Und zwar finden wir den an einer Stelle, wo wir schon waren. Die Ruinen des Lebens. Wir waren schon an manchen Ruinen, aber irgendwo brauchten wir halt noch die Machomai-Stärke. Moment, ich sollte heilen, ne? Da ist nichts zum Heilen. Ganz kurz. Hier ans Pokémon. Ja, es muss schon sein. So viel Zeit muss sein, oder? Keine Hektik. In der Ruhe liegt die Kraft. Es gibt noch viel zu tun. Es gibt zwar nicht so viele Legendäre, also aus den ganzen anderen Generationen und Editionen, da sind nicht alle mit drin. Auch kein Großteil. Eigentlich keiner so wirklich von den Alten. Stattdessen
Dann können wir trotzdem noch viel erledigen auf den einzelnen Inseln. Ich habe da so eine Liste und werde die mit euch abarbeiten. Aber momentan sind wir noch relativ erschlagen. Ja? Wir haben die Kapus, wir haben zumindest den Weg zum Kampfbaum. Den Kampfbaum selber, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, wenn da keiner was dagegen hat. Ich wurde schon eindringlichst gewarnt. Aber ich habe einen Masterplan für den Kampfbaum. Ihr werdet euch wundern. Ja, ich habe aus Fehlern gelernt und nichts geht über eigens dafür gezüchtete Pokémon. Das ist schon fast zu viel verraten. Aber jetzt dies. So, wenn da Rätsel sind. Ja, den einen kann ich ja quasi gar nicht verschieben. Ich glaube, Machomai habe ich nicht. Auf eine Kurzwahl gelegt. So. Ich kann momentan nur dich sinnvoll verschieben. Das geht schon. Wir kommen ja nicht aus Dumpsdorf. Höchstens aus Blödesheim. Gibt's. Oder gab es. Wurde umbenannt in die Stadt Hochborn. Ganz lustig. Mein Opa kommt aus der Gegend. Und in Blödesheim will man nicht unbedingt wohnen. So. Ja. Kommt mir quasi bekannt vor, möchte ich meinen. Wir speichern an dieser Stelle. Man weiß ja nie, was da schief gehen könnte. Und jetzt geht's ab. Nun, ich habe mich natürlich insofern schlau gemacht, dass Kapufala Typ Psychofee ist. Psychofee. Es gibt quasi nur drei Typen, die sehr effektiv auf Kapufala sind. Ja, das sind Eis, Gift und Geist. Ich probiere es einfach mal. Obwohl, nee. Wollen wir es mal mit Acrostella, weil wegen Einschläfern. Mit Hypnose. Andererseits, wenn der Psycho auspackt, wird es gar nicht so cool. Ich speichere das nochmal ab. Ja, okay, ihr merkt, ich bin aufgeregt. Eine gesunde Anspannung. Du streckst deine Hand aus und berührst die Statue. Berühr. Fala! Hast du meinen Schatz berührt? Okay. Kapufala erscheint. Sieht auf jeden Fall eher weiblich aus. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Im Gegensatz zu den anderen. Ah, der Psychoraum, ne? Ich habe überhaupt keine Hypnose drauf. Das war gar nicht er. Komm, probier es trotzdem mal mit Gift. Das ist auch sehr effektiv. Ohne. Wohlgemerkt ohne Toxin, weil Toxin macht den unweigerlich tot. Das ging nicht gut, aber ich glaube, zweimal treffen sehe schon gar nicht so schlecht aus. Aua! Aha. Komm, treff Acrostella. Warum habe ich mir das schon gedacht? Mondgewalt. Bei Kaporiki, Elektrofee, hatten wir noch irgendwie ein bisschen Glück. So. Er ist zumindest im roten Bereich. Nun, Kolossan, du musst Hypnose machen. Aber ich habe ein bisschen Bedenken. Ich habe ein bisschen Angst, gebe ich zu. Weil das letzte Mal echt ein Krampf war und... Ja, mal sehen. Den Meisterball werfen wir nicht. Der greift doch zuerst an. Da könnte Kolossan schon... Ne? Hoffentlich klappt's. Und dann würde ich auch langsam zu den Bällen greifen. Ach, bitte. Lass es nicht daran scheitern, im Ernst. Also den kann man noch perfekter schwächen. Ich meine... Psychofeld verschwunden. Jedes KP zählt, aber was soll ich machen, ne? Ich würde es nicht riskieren, den nochmal auf irgendeine Weise anzugreifen. Wenn, dann muss ich wechseln und dann schläft er nicht mehr. Und dieses Ananas. Bin ich denn eigentlich gut ausgerüstet? Das überprüfe ich jetzt, ne? Finsterball funktioniert hier auch nicht. Da leuchtet es ein bisschen rein. Das kann nicht gut funktionieren. Tja. Ich glaube, was anderes als eine... Ich beginne mit einem Superball. Anders als ein Hyperball,
schmeißen bis zum Abwinken, bleibt uns hier nicht übrig. Na, das sind ja tolle Vorzeichen. Aber viele von euch feiern den Kapu Soundtrack, ja, den OST. Bei dem quasi Jam-Track, da sind manche ein bisschen gespaltener Meinung, kann ich gut verstehen. Der Anfang ist episch, aber nicht jedermanns Sache. Muss ich zugeben, die waren früher echt episch, ne? Blau, Siegfried, Cynthia. Aber schon die der fünften Gen, nicht mein Ding. 1, 2, 3, warum nicht mehr Glück haben? Ja, warum auch? Warum auch? Dann mach doch mal ein langes Nickerchen. Das sah echt vielversprechend aus. Eins. Das wär's so gewesen, ne? Jetzt ist er aufgewacht. Big Dislike! Ich glaube, ich heile ihn mal besser. Zuerst. Genesung, Hypertrank. Es sind nur 4 Stück. Ich denke immer, es sind 5 Inseln. Weil es vor Release auch immer hieß, ja, Alola besteht aus 5 Inseln. Das Ätherparadies ist es. Zählt ja so gut wie gar nicht. Spezialangriff sinkt, danke. Wir müssen es nochmal machen irgendwie. Die Lage ist gerade wieder sehr ungemütlich. Andererseits kann ich nicht die ganze Zeit Tränken um mich schmeißen. Würde mich freuen. 88 mal 2 sind... Ach, das war genau die Hälfte. Ja, so superzahnmäßig, ne? Gut, da habe ich davor, muss ich da wenigstens keine Angst haben. Aber trotzdem... Nee, es ist mir zu heikel hier. Wie viel? 20. Ich habe nur einen Top-Trank. Was ist los mit der Welt? Ich glaube, ich habe eher Top-Genesung gekauft. Das ist der Witz. Ich will ja nicht, dass sich das zieht, aber... So ist das halt. Und gebt zu, ihr werdet... Viele von euch würden das nicht akzeptieren, wenn ich die Kapus nicht fangen würde. Inklusive mir selbst. Ja. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer hier gut geht. Soll ich versuchen, ohne ihn zum Schlafen zu bringen, einzukollekten? Wer keine Bälle wirft, kann auch keine Pokémon fangen, aber es erhöht halt so stark die Fangrate. Das wird schon noch eine schlimmere Angelegenheit. Beleben wir ihn halt wieder. Könnte. Ein Plan wäre es vielleicht, immer so lange Bälle zu schmeißen, bis das jeweilige Pokémon von mir besiegt wurde. Damit keine Runde verloren geht, wisst ihr? Fuego ist eh verwirrt und kann ja auch nichts machen. Das Hin- und Herwechseln ist nicht mein Ding. Andererseits haben wir nicht so viele Bälle überhaupt. Komm, das wär's doch. Das wird so nix. Heil ihn nochmal komplett, bitte. Übertrank. Danach müssen wir echt shoppen gehen. Ah, nicht ihn! Irgendwie schon als kleines Flammiau hat er totales Fable dafür gehabt, die Tränke wegzuschnappen, die für andere bestimmt sind. Falls euch an den Anfang erinnert. Mensch, Kolossant. Ja, wenn wir ihn vergiften. Gut, er würde es sogar noch durchhalten, aber das wären halt nur eine Runde und da müsste wirklich alles zusammenpassen und ich kann das eigentlich wenig riskieren. Was anderes als einen Hyperball zu schmeißen, macht ja auch keinen Sinn. Man glaubt zwar, dass da immer ein paar Unterschiede sind, aber nie. Eins. Es kann auch gut sein, dass jetzt ein Pokéball funktioniert. Wer weiß es schon, ja? Ah,
aber wirklich die besten Chancen haben wir halt gerade mit den Hyperbällen. Eins. Haben wir denn eigentlich Timerbälle und wenn ja, wie viele? Ich glaube, auf 20, 30 Runden bringen die dann wieder mehr. So, Flucht, selbstverständlich. Ich hörte aber, hier ist es mit den legendären Pokémon so, wenn man die besiegt, die kommen wieder. Das ist eine gute Sache. Nicht wie früher. So, lass ihn pennen. Komm, kriegst hin. Bitte. Bitte. Danke. Ach ja. Ein hartes Stück Arbeit, aber es gehört dazu. Bum, 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 bum. Spezialangriff steigt. Irgendwie erfreulich, aber das ist nicht, was ich will. Zum Glück nimmt keine Verwirrung Einfluss auf die Bälle. Stellt euch vor, der Trainer wird verwirrt und kann keine Pokébälle schmeißen, dass er wie in der ersten Gen die Bälle daneben wirft. Boah, war das ätzend bei Arctos, Lavados und Zapdos und auch Mewtwo natürlich. Eins, zwei. War die Möglichkeit, dass man den Ball einfach neben das Pokémon wirft, warum auch immer. Ich glaube, die haben das so gedacht, wenn sie an die legendären Vögel dachten, dass sie so schnell am Himmel fliegen, dass du vielleicht nicht den Pokéball triffst. Aber eigentlich war es total lame. Wenn sie dann im Pokéball waren, dann waren sie meistens sogar wirklich drin. Besonders episch war da der letzte Part von Let's Play Pokémon Gelb von mir. Als ich vergessen habe, den Meisterball mitzunehmen, da hatten wir ja mit dem Beutel so ein bisschen Problemchen. Wollte eigentlich den Meisterball für Mewtwo mitnehmen. Zwei... Schade. Aber wir nähern uns an. Was ist los? Ist aufgewacht. Man muss es dann versuchen. Ich habe alle Bälle verschwendet und am Ende habe ich, glaube ich, mit dem Superball gefangen. Was dann schon irgendwo episch war. So, Hypnose. Das sollte tödlich enden. Ach, das ist zu reiern hier. Der ist noch schwieriger als der andere. Für mich. Das Blöde ist, bei den restlichen wird es nicht besser unbedingt. Fürchte ich leider. Aber was will man machen? Also die ganze Zeit mit dem Hyperball nicht getroffen. Da hatte ich glaube ich noch einen Superball so übrig. Und den habe ich geworfen einfach nur drinne. War schon ziemlich cool. Schon gerne, dass der komplett geheilt ist. Schmeichler. Kann Sanama irgendeine Mini-Attacke machen? Eigentlich nicht. Kampf? Ah, das gleicht sich aus. Ein Kampf ist auf Fee wieder sehr effektiv. Ich kann einfach nichts riskieren. Oh, danke! Das war voll unabsichtlich. Das war keine Absicht, Freunde der Nacht. Nein. Bin schon durcheinander. Hyperbälle weiter. 13 Stück haben wir noch. Nicht nervös machen lassen. Eins. Zwei. Drei und... Das ist er. Unser Capofalla. Will sich hart verdient machen. Aber er bleibt auffällig oft lange im Ball, ne? Das finde ich interessant zu beobachten. Die Verhaltensweisen eines wilden Capofalla. Alles ist gut, wenn er der Verwirrung trotzen kann. Leute, Leute. Spannung kocht. Dass es irgendwie daneben geht und wir das nicht gebacken kriegen, weil uns die Pokémon ausgehen, die Beleber oder die Pokebälle. Oh, komm schon! Das wird so nicht funktionieren, deswegen muss ich ihn nochmal heilen. Das wird so nicht funktionieren. Hm.
Na warte, wenn ich mal angreifen würde, ich würde dich so kalt machen inzwischen. So. Hypnose! Bloß in Ruhe. Jetzt ist der Ofen aus. Wir kommen in die Spur, Kapufala. Das wird ein Ende. Du wirst nicht mehr aufwachen, bevor du in meinem Pokéball geblieben bist. In meinem Hyperball. Um genau zu sein. Und eins. Und null. Das hat mich aufgewacht. Leute, drückt mir die Daumen, Mann. Das gibt's eigentlich nicht. Doch. Genauso kenne ich das. Eins. Es gibt Sachen, für die ich Pokémon hasse. Was ich eher ein bisschen doof finde, dass halt vier Legendäre sind, die sich ziemlich ähneln. Statt ein Trio gibt es jetzt vier, ein Quartett. Er schläft immer noch, Freunde. Er schläft immer noch. Timerbälle, haben wir denn welche? Wie viele? Sieben? Ich brauche erstmal die Hyperbälle auf. Ich habe jetzt zwar die Runden nicht mitgezählt, wir sollten eigentlich schon über die 20 sein, aber man vertut sich da oft. Eins. Ist aufgewacht. Es ist so bitter. Echt noch ein härterer Brocken als Kapuriki. Ich glaube es nicht. Es kotzt. Trotzdem bleibt es dabei. Die höchsten Chancen haben wir halt, wenn es schläft. In unserem Falle. Und deswegen werde ich da schon mal wieder alles vorbereiten dafür. Wäre mir ganz lieb, dass ich das gar nicht brauche. Dass ich sage, hätte ich ja gar nicht heilen müssen mehr. Narion hält eh nicht mehr durch. Schade. Mhm. Großartig, den Part retten kann ich jetzt auch nicht mehr, ne? Muss ab und zu sein. Ich werde es noch ein bisschen rauszögern. Also, um Himmels Willen werde ich nicht jetzt jeden Part einen Kapu fangen. Dann schaut mir gar keiner mehr zu. Wer hat die Attacke ab? Einfach so, weil macht halt so. Sehr gut. Ich sag jetzt sehr gut im Sinne von, er hat mich nicht getötet. Wir haben noch die Chance, jetzt Hypnose zu kriegen. Bitte. Ach, einfach so. Boah. Wie wir es kennen und lieben. Eigentlich war mein Plan, mal kurz einen Kapu zu fangen und dann den beschwerlichen Pfad zu Ende zu gehen. Hat jetzt nicht ganz geklappt, wie erhofft. Ja. Punkt. Das ist... ist auch nicht sehr viel besser. Über die Hälfte abgezogen, was soll ich da noch sagen? Kannst du mal was anderes machen? Hat er mich in so eine Ecke getrieben. Das ist voll ätzend. Hypnose. Hypnose. Sind die AP von den anderen Sachen ausgegangen oder was soll das hier? Ist echt teuer geworden, der Bursch. Wir könnten irgendwann ja mal wieder Pokémon Liga Rematches machen. Aus dem Grunde, dass es immer neue Herausforderer gibt nach den Top 4. Ihm gefällt das gerade, ihm gefällt das gerade. Echt schön. Mir nicht so. Das sieht schon besser aus. Ach, riskier es einfach. Dann setzt der Schmeichler ein. Warum? Egal, komm. Bitte, Kolossand, ich flehe dich an. Sehr gut. Flehen hilft also doch, ja. Nicht nachfragen.
Okay. Nehmen wir jetzt die Timerbälle. 7 Stück habe ich noch. Die dürften mehr bringen, also. 1, 2, 3 und... Ich hab keinen Bock mehr. Es hätte sein müssen, der nächste wird jetzt wieder nicht so gut funktionieren wie der eben. Wie ich sagte, das ist eigentlich ungeschriebenes Gesetz. Wenn der eine dreimal wackelt, wackelt der nächste auch nicht 3-4 Mal. Aber bei ihm ist es wieder denkbar. Nee. Ist aufgewacht. Tja. Tja. Einmal werde ich noch versuchen. Aber da mir alles ausgeht, habe ich wohl keine andere Wahl. Jetzt macht der Schmeichler. Du Heuchler! Ich hoffe, ich raube nicht zu viel eurer kostbaren Zeit. Ich sag's aber immer wieder, das ist halt so. So ist es halt hier. Ich weiß jetzt nicht genau. Jetzt ein Timerball. Die würde ich mir vielleicht sogar aufheben, wenn es richtig rockt. In anderen Worten, jetzt würde ich Hyperbälle werfen. Timerbälle plus Schlafkombo. Wird besser sein. Die sind richtig ekelhaft. Dann gibt's 4 Stück von denen. Das ist euer Ernst. Give it to me! 1, 2, 3 und! Das ist jetzt schon das 3. oder 4. Mal, wo der dreimal wackelt, aber sich denkt, verarscht. So kennen wir ihn. Kapu. Kapu Popo. Nicht die Möglichkeit. Mir gehen voll die Bälle aus, ne? Und die Tränke, alles. Nur für ihn. Dann hätte ich ihn gerne auch irgendwann mal. Ich weiß, es gibt zeitaufwendigere Dinge, ja? Shiny züchten oder sowas. Aber trotzdem. So, mein liebes Kolossant. Wir haben noch Acrostella, keine Angst. Wenn der down geht, ist nicht Hopfen und Malz verloren. Nichtsdestotrotz. Das ist jetzt nochmal ein großer Impuls. Er wird das überleben, er muss halt treffen mit Hypnose. Das ist ja auch nicht gesagt. Gut. Und jetzt fliegen die Timerbälle und dann bin ich schon zuversichtlich irgendwo. Badadadam. 4 Stück noch. Ja, viel länger schläft er ja auch nicht. Ja. In keinem Pokémon-Spiel wie diesem so knapp bei Kasse. Dabei kaufe ich mir nicht mehr dauernd Kleidung oder so. Die einfach nur mal teuer ist. 2, 3 und... Das ist so ein Arsch. Raste aus. Also, was tun? Wir sind schon viel zu lange hier beschäftigt mal wieder. Acrostella ist jetzt einfach mal wieder... Topleber will ich jetzt eigentlich nicht einsetzen. Habe ich auch nur 3 Stück, das lassen wir. Auf ihn vertrauen. Nicht effektiv, krasse Verteidigung, aber egal.
Es ist auch ein zweischneidiges Schwert. Angreifen, heilen, Ball werfen. Ich werde Hypnose ausprobieren. Und bereue es anscheinend. Critical Hit! Ja, ich habe gespeichert, deswegen... Bis gleich. Tja, da er auch beim ersten Mal drin bleiben könnte, rein theoretisch, werde ich nun einfach nochmal mit euch versuchen, dasselbe zu machen wie eben. Welche Wahl habe ich denn? Gut ist jetzt, dass wir die Items wieder zurückhaben, sollten wir ihn also jetzt bekommen und das gar nicht mal nach 100 Jahren, dann sieht die Welt wieder ein bisschen fröhlicher aus. So, Akrostella, wenn du zweimal angreifen darfst mit Giftschock, wäre das ziemlich töfte. Ihr kennt das Prozedere. Es tut mir leid, der Part wird jetzt schon wieder so lang. Viele freuen sich so, yeah, 80 Minuten Pokémon Mond. Woo! Und davon mindestens 70 Kapufalla fangen. Okay. Aber ich kann nicht aufgeben und ich kann es auch nicht auf zwei Parts splitten. Wo kommen wir denn da hin? Ich kann es einfach nicht zusammenschneiden, wann ich plötzlich, wann es sich entschließt, einfach mal so im Ball zu bleiben. Das geht ja nicht. Wo kommen wir denn da hin? So, dann kann es auch schon losgehen. Hyperball. 23 Stück wieder. Woo! Ja, mit was anderem habe ich ja niemals gerechnet. Flottball funktioniert nur in der ersten Runde, ne? Ich hatte das anders in Erinnerung. Dass er halt wie der Timerball ist, nur umgekehrt. Je früher man ihn einsetzt, desto besser. Aber ich glaube, das ist wirklich nur in der ersten Runde. Eins, zwei, drei und... Ich hätte auch an meinem Verstand gezweifelt. Also wenn es das gewesen wäre, hätte ich gedacht, ey, boah, warum nicht gleich so? Auf ihn. Dein Psycho-Feld, ey. Wie man das Wochenende sinnvoll verplant. Schön, dass Akrostella einiges durchhält, trotzdem. Ich sag ja, wer keine Pokébälle wirft, der kann auch keine Pokémon fangen. Zwei, drei und... Das ist richtig mies. War das jetzt das sechste Mal, wo er aus dem Ball ganz kurz vor Schluss nochmal raushüpft? Das macht er doch extra. Das ist doch Trollen ist das doch. Ach ja. So wird man alt. Karpus fangen. Ganz genau. So, komm, kriegst du. Trotze. Er trotzt. Aber trotzdem bringt's nichts. Das ist voll uncool, Mann. Aber immerhin jetzt. Da bin ich gar nicht böse. Warum auch? Sie geben alle ihr Bestes. So. Der Timerball ist noch zu früh. Heben uns definitiv auf. Na, wie stehen die Wetten, hä? Setze 200 Euro auf Let's Play Markus, wenn ihn innerhalb der nächsten drei Bälle fängt. Eins, zwei, drei und... Aha. Also die Wettquoten sind schuld, ja, Kapufalla? Gut. Wäre es so gewesen, direkt beim ersten Try, hätte ich gesagt, okay, gar nicht so wild, ne? Aber er hat uns vorher schon gequält. Deadmill Kapufalla. Fällt mir ein kleines Gebirge vom Herzen. Ein Schutzpatron. Beim Umherflattern verstreut es geheimnisvoll leuchtenden Flügelstaub. Es heißt, wer diesen abbekomme, sei sofort wieder voller Energie. Ja.
gibt dem bald einen Spitznamen. Kapu Popo. Weil er einfach so ein Arsch ist. Damit hätten wir einen schönen langen Part produziert, in dem sehr wenig geschieht. Seid das nächste Mal dabei, wenn ich dann doch den Pfad gehe. Den beschwerlichen Pfad, aber so beschwerlich wie das hier kann es ja nicht sein. Okay, der Part ist lang, deswegen fasse ich mich kurz. Danke fürs Ansehen, Däumchen würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!